Was los? Alter Deko, wie weit ist denn? Alter! Was zum? Was zum Kreuz? Nein! Alter! Hallo, ihr Lieben, seid jetzt willkommen jetzt zu einem weiteren Teil GTA Online Custom Map Action. Heute mit einem Wallride Longshot, der schwerste Wallride, der ever da sein sollte. Und wir sind hier gemeinsam am Start mit dem Mabossa und dem Deko. Hallöchen! Jawohl! Hey, Alter! So, was geht? Babidi-bubidi. Das soll tatsächlich, das steht ja noch, only for advanced players, ein richtig hartes Rennen. Wir werden es sehen. Also Deko hat sich ja selber als Wallride-König ernannt. Und deswegen werden wir schauen, ob er das jetzt auch so kann, ne? Also ich fand schon letztes Mal, dass das ein äußerst gelungener Witz war. Ja, ja, wir werden sehen. Ah, da mogelt sich Kev schon vor, ja? Nein! Oh, oh. Ja. Aber jetzt aus! Nein, ich wollte ihn gerade einsammeln! Das sah so aus, wenn du ihn nicht bekommst! Wow! Lol, Deko, wo fährst du denn hin? Voll an die Wand. Trottel. Wallride König, biggest pro in the hood ist hier. Hallo. Alter Deko, lass mich in Ruhe! Ich will so nach vorne! Wow! Yes! Und wieso ist Kev da schon durch, aber die Absperrung war da? Ja, das hat mich auch ge... Ey, ganz ehrlich, Kev ist wahrscheinlich wie so ein Cheater-Weg gefahren. Nein, ich war ganz normal. Ja, fahr ganz normal. Und ich glaube, ich sehe den Wallride da, ich sehe den Wallride. Ganze ach, zwei Runden nicht vergessen, ne? Alter, hier. Oh nein, bin auch falsch. Ach du Scheiße. Ey, Deko. Oh, ich hab dich auch... Jawoll, Mann. Wieso explodiert denn diese Gemüsestände? Ja, weil ich da eine Rakete reingeschossen habe. Nein, ich mache diese Falle. Ey, was ist denn los mit dir, Kev? Ich wollte nur mal was gönnen, wirklich. Hast du es denn schon einmal versucht? Nein, man muss sie wieder wenden. Ach so, lol. Lol! So ein Deko! Nee, das war ein Kev! Lol. Man muss hier wenden, ist klar. Oh nein. Oh, ist das aber dünn? Das ist Alter, richtig deswegen dünn, Alter. Ist das so Alter. Aber damit kennt sich Deko aus mit dünnen Sachen. Ey, GG. Hä, wie fährt man denn da drauf? Das ist dünner als Kevs Schlong. Hallo? Ich dachte, man muss da oben drauf fahren und nicht an der Seite. Ach so, der Kev fährt das wieder zurück. Die haben sie mir nicht gepeilt. Alter! Oh, ja, ich fahr drauf! Alter, ist der hart. Ach so, Scheiße, hat man ja direkt verkackt, wenn man da drauf fährt. Alter, only for advanced players? Ja, Deko, jetzt beweise dich, Mann! Beweise dich! Alter! Das ist der dümmste Wallride ever. Alter! Und ich komme einfach nicht auf den Wallride drauf. Man könnte jetzt einfach hochlaufen, aber das draufkommen ist jetzt kein Problem mehr. Boah, ich finde das richtig krass. Das Ding ist richtig dünn. Oben die Dinger sind wirklich nicht da. Alter! Ja. Das ist wahrscheinlich umgedreht, ne? Oh, das ist ficken. Ja, das ist gut. Der Deko hat gerade verschlafen. Und direkt nach dem Aufstehen, so ein Wallride. Okay, man kann aber ein bisschen weiter unten fahren. Also haltet euch ein bisschen weiter unten, dann geht das. Auch wenn da die Luft ist, man schafft es, kann er trotzdem fahren. Ja. Nein, so, kann man nicht. Doch, ich konnte da gerade fahren. Nein, oben geht es weg. Wenn oben ja, oben, ja, aber unten ist nicht. Wenn da diese kleinen Lücken sind. Oh, okay, ich weiß es mal, wie man. Du musst unten drunter fahren. Ich habe gerade ein Stückchen geschafft und bist zum See gefahren. Nice, Alter, das ist möglich der dünnste Wallride ever, Freunde. Oh, shit. Ich weiß auch nicht, wie lang das Ding ist, weil das zeigt einfach in den Himmel und man sieht's nicht. Das ist übel lang, Marvin. So lang? Nein, runtergefallen. Ah, shit. See bin ich jetzt auch gekommen. Bisschen zu tief. Aber der See, wo ist denn da ein See? Weiter hinten. Marvin, ich lass dich vor. Komm schon, fahr! Okay. Aber Deko hat es! Ich hätte nicht Marvin bremsen dürfen. Oh nein! Durch meinen Tipp! Hat der Deko es? Hast du's? Alter Deko, wie weit ist denn? Alter! Was zum? Was zum Kreuz? Nein! Ich bin gefahren, Alter! Alter! Ich bin jetzt bestimmt 30 Sekunden in Warwild gefahren. Und dann bin ich runtergefallen, weil ich langsam geworden bin. Ich komme gerade nicht nur, wie lange braucht ihr denn, um sich zu freuen? Der kann doch nicht wieder so latent behindert sein. Alter! Nein! Ich war immer. Das war immer ein gutes Stück vor mir, Alter. Was? Dein Ernst? Ja! Das Ding ist nur. Wirklich? Dass dieses Scheißding so unnormal lang. Ich habe oben einfach den Speed verloren. Nee.
glaube ich nicht. Hast du auch schön nach unten gedrückt und dann? Ja, klar, habe ich gemacht. Alter. Bin doch kein Anfänger. Ich bin doch der Warride-König hier, ey. Aber hast du es hinbekommen? Ja, nein, ich hab die Kugel nicht bekommen. Oh. Aber. Deko, du kannst ihn nicht einfach als Warride-König ernennen, wenn du es nicht geschafft hast. Wollte gerade sagen. Deswegen hast du wahrscheinlich den Speed hier am Anfang. Ich ganz stark. Nein! War ich denn allein schon auf? Oh. Shit, ich hab zu wenig gegengelenkt. Alter, harte. Also, das ist echt eine harte Nuss. Das Ding hier, Alter, wenn das harte Nuss ist, dann kenne ich meine Walnuss noch nicht mehr. Oh! Nein! Ich hab doch schon. Ich weiß auch nicht, ich hab doch nicht den Bogen drauf, wie viel ich da oben lenken muss. Ich mach gerade so klick, 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 klick. Ja, genau. Ich glaube, man muss mehr machen. Wirkt zumindest so. Oh! Oh, was für ein Fail. Shit, man sieht da Deko hinten vorbeiziehen. Nein! Alter, ich war auch schon so weit! Ich war auch schon in der City, Mann! In the City! City of Coffee. Oh, lol! Oh, ist das ärgerlich. Wenn er einmal an die Kante kommt oben, dann bist du ja raus. Deswegen musst du ja weiter unten bleiben. Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Oh, ich war Deko schon wieder auf den Fersen. Deko hat schon wieder. Okay, jetzt hab ich langsam raus. Oh, Ablenkung pur! Jetzt hab ich langsam raus. In real life. Ich muss Deko ablenken. Lenken. Nein, es war schon noch die gerade Strecke oben. Danke. Deko. Oh, Mist. Aber ey, Deko war echt noch ein bisschen weiter als ich. Ey. Nicht schlecht. So. Aber ich bin einfach nur so schlecht, man fängt an Ausreden zu suchen. Ey, dass man aber nicht genau weiß, wo man genau runterfahren kann. Also, oh, ey, ich fahre hier gerade wie Geppetto, Alter. Wie als wenn er seine Werkstatt eröffnet hat. Ah, fick dich. Oh, man wird auch wieder böse hier. Nein, Alter. Das ist schon ein schwieriger Warrant, der aber trotzdem zu 60% weiterempfohlen worden ist. Ja, der ist knüppelhart, aber... Nein! Nein! Ich war jetzt auch schon in der Stadt. Und dann bin ich einmal... Da wird man einfach zu gierig, Alter. Man kann einfach nicht die Contenance bewahren, weißt du? Oh, Contenance. Es kann nicht wahr sein. Fuck, Alter. Aber wir kriegen das definitiv hin heute. Wir kommen die ganze Zeit immer weiter. Immer weiter. Man hat... Oh, ist das fail. Nico, siehst du das? Ja. Losgefahren, Alter. Die Rampe falsch erwischen. Aber überhaupt nicht auf den Warway draufgekommen. Das ist richtig fail. Ich muss höher ansetzen. Lol, ich hatte Windschatten von Marvin und der hat mich im Endeffekt ausgebremst. Was? Ich hatte so viel Geschwindigkeit, dass meiner keinen Grab gekriegt hat. Der Windschatten hat mich ausgebremst. Macht Sinn. Ja, genau, oh. Wenn du sagst, es hat geregnet. Also es nee, ist hier, ich war zwar schneller, aber dadurch, dass ich schneller auf den Warride gekommen bin, hat es sich direkt überdreht. Das heißt, ich musste respawnen, das war eben ausgebremst. Nein, und nein, fick mich, Alter, fick mich. Du musst Kev unter Druck setzen. Kev, du bist ja super drauf, Kev. Hallo, Kev. Kev, oben wird's auch ein bisschen dünner, ne? Kev! Monster! Alter, schon richtig weit, Kev! Nein! Alter, ich war fast beim Strand hinten schon! Willst du mich verarschen? Alter, am Strand? Alter, als du mir gerade erzählt hast, Kev Druck war, hab ich gar nicht gemerkt. Das Hals mir fast aus, das Herz fast aus dem Hals rausgeflogen, Alter. Bom, bom, bom! Ey, da fängt's an zu scheppern, Alter! Ey, der Warride ist echt nicht ohne, muss man sagen. Ah! Aber man kann es wirklich schaffen. Es ist nur wirklich lange am Ball bleiben, nicht zu gierig werden. Ja, die ganze Zeit konzentriert bleiben. Und nicht von Maboss das ablenken lassen, Alter, die ganze Zeit sagen. Und dann habe ich gehört, dass irgendwer im Hintergrund ein Monster aufgemacht hat, dann war vorbei, Alter. Das war knack, Alter. Das hat die Konzentration zum... Das war zum Überlaufen gebracht. Habe ich deine Konzentration zum Ziegenmann geschickt? Marvin! Fick dich, Mann! Genau, zu meinem Namen gerufen hast! Haltet eure Schnauzen! Nein! Oh, man muss am Anfang aber richtig draufkommen, sonst hopfen und Malz. Ja, man muss am Anfang gut draufkommen, stimmt. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach da drauf fahren soll und dann oben, wo diese kleinen Pinökel sind, da kann man ja trotzdem lang fahren. Nee, kannst du nicht. Nee? Nee. Oh, fick mich, Alter. Fick oh, mich. Oh, yeah. Ja. Nein! Ich war schon wieder fast beim Strand. Oh Junge, das gibt's nicht. Ich war sogar hinter Deko. Der Lappen ist auf halber Strecke runtergefallen.
Ich hab Deko nochmal angehupt. Ey, Deko! Hey, Deko, pass auf, ne? Nicht zu weit links, links, rechts! Links, rechts, geradeaus! Oh! Ah, Deko ist weit jetzt gerade. Deko, links, rechts, Deko, geradeaus! Deko, der Monster wird kalt! Der Monster wird kalt! Er hat es! Alter, es kann nicht, ich hab's nicht geschafft, ne? Nein! Ich fliege jetzt gerade unterm Punkt durch. Oh, wie ärgerlich! Alter, man wird am Ende so langsam, ne? Solltest du diesen Speedling mitnehmen? Das habe ich schon gezündet auf dem Weg. Was? Alter! Okay, das wird ja richtig krass. Hä, wieso komme ich jetzt nicht mehr raus? Vielleicht muss ich... Nein! Ich habe das Speedling genau kurz vor der Rampe angesetzt und dann war ich so schnell, dass ich oben gegengekommen bin und 5 Meter vor dem Wegpunkt runtergeklatscht bin. Ey! Alter, und wieder ist mein Herz im Hals drin, ich merke das doch. Oh, dammit, ich bin auch fast beim Strand gewesen. Ich weiß was anderes, was in deinem Hals drin ist. Also man braucht auf jeden Fall den Speed, Marvin, ohne brauchst du es gar nicht versuchen. Echt? Ich mach das ohne, Mann. Also ich war zwar auch bis zum Ende bin ich gekommen mit dem, aber es ist trotzdem, glaube ich, am Ende für den Sprung, da brauchst du den Speed irgendwie. Alter, spawnt ihr auch mal Speed nochmal? Ich versuch's nochmal ohne. Oh, ey, das ist echt eine der schwersten. Der Warwick, aber ich find's richtig krass, ey. Oh, Mist. Stell dir mal vor, am Ende wäre noch ein Flippity-Flop. Alter, am Ende so eines Warwicks ein Flippity-Flop. Zieh mir doch die Hose aus, Alter. Ja. Wenn du schon eine Minute für den scheiß Warwick brauchst, um lang zu fahren. Ja, ist wirklich so. Das ist echt der längste Warwick auch ever. Der längste, schmalste und. Von. Was? Selbst erstellteste Warwick. Komm schon. Konzentration. Marvin, erzählen Sie eine Geschichte. Nee, den kann ich mich selber nicht konzentrieren. Es war einmal ein junger Mann. Der hatte 3 Arme und 1 Bein. Trotzdem war er der glücklichste Mann der Welt. Sag mir aber wohl. Das ist ein Rätsel. Hast du gesagt, er hat 3 Arme und 1 Bein? Ja. Trotzdem war er der glücklichste Mann der Welt. Sag mir warum. Ja, weil er der eine Arm ist sein Bein, Alter, oder weil er einfach nur dumm ist und Arm und Bein nicht unterscheiden kann. Der ganz normale sind wirklich auch sein, dass er eine komische Behinderung hat. Dass er statt einen guten Arm hat, Alter, wie so ein Affe. Ach ja, immer wieder schön. Und was ist das Rätsels Lösung? Keine Ahnung, du hast gesagt, ich soll eine Geschichte erzählen, das ist meine Geschichte. So, ich dachte, das wäre ein reelles Rätsel. So, jetzt verfolgen wir Deko. Deko, erzählen Sie eine Geschichte. Ich erzähl gerne Geschichten, Alter. Ich muss mich konzentraten hier. Oh. Also. Ah, fick dich, Kev. Ey, nur weil ich den... Wir können dieses Spiel... Dann so verschwendet, ne? Dann so wir können dieses Spiel machen. Jeder sagt einen Satz von einer Geschichte, der andere führt es weiter. Okay, ich packe meinen Koffer und packe ein... Nein, doch nicht das! Genau, wo du auch richtig krass nachdenken musst. Krass nachdenken vor dem Herd. Ich mach mal kurz die Musik aus, Leute. Ich glaube, ich kann mich da mehr konzentrieren. Ja, hallo, wir machen jetzt eine Geschichtsstunde. Da könnt ihr euch nicht konzentrieren. Ich fahr grad wie Pinocchios Abfallprodukte, Alter. Ja. Oh. Ey, ich hab's jetzt schon wieder 3 Minuten nicht mehr geschafft, hochzukommen, ne? Ey! Kann ich beruhigen, ich hab's auch nicht geschafft. Ja, ach was. Ja, du bist erst bei mir spät gekommen. Ich hab einfach nicht gesehen. Marvin hat's geschafft, glaube ich. Nein, unter dem Punkt durchgeflogen! Weil du den Boost brauchst. Nein, da braucht man gar keinen Boost. Oh, ich war einfach, ey. Ganz am Ende ist die Konzentration einfach so im Arschloch. Wow! Hey. Oh, muss einmal richtig Druck bekommen. Alter! Alter! Ja, warum? Also ich habe den Boost zwar auch gezündet mittendrin, der hat mir nämlich das Leben gerettet. Weil dadurch bin ich wieder... Ich habe mich nämlich einmal fast überdreht. Ey, hatte ich gerade ein Herz, Kasper. Ich bin echt unter dem Punkt durchgeflogen. Ich war sogar drin eigentlich. Nein, jetzt weiß ich, was du meinst mit überdrehen.
Oh, der ist einmal mit dem oberen Reifen, also mit dem linken Reifen, an die obere Kante gekommen, dann war Ende. Ey, nein, es kann nicht wahr sein, ne? Ja, klar. Oh. Ich bin gerade so lange gefahren, dass ich dachte, hä, wo bin ich denn eigentlich? Gut nach vorne. Und sie so, fuck, da ist ja schon der Punkt. Und dann bin ich runtergefallen. Und da war man nicht dran denken, ne? Oh, ja, du darfst einfach nur weiterfahren, ey. Gar nicht dran denken, wo du gerade bist. Lass uns einfach viel mit Deko und dann schaffen wir das. Lol. Dann sowas. Oh! Alter, man muss da richtig drauf kommen, sonst wird das nur Blitze. Ja, und dann explodiert der Wagen im Baum. GG. Im Baum. Ah, oh, fuck! Einmal! Ich hab's! Ja. Alter! Rasiert mir meine haarigen Nüsse! Deko ist wieder der Warwick King! Gut! Musst du es zweimal schaffen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich sag mir nicht, es sind zwei Runden. Musst du es zweimal schaffen. Marvin? Nein, ich will da drauf! Oh, bei Kev sieht's gut aus! Los, Kev! Halt doch deine Schnauze, Alter! Mann, Mann, Alter, nur weil du mich voll laberst! Ja, Mann! War alles gut! Oh, das ist geil! Zwei Runden, Marvin. Ey, das ja, hat zwei Runden. Konzentration gebracht, dass ich direkt verkackt hab. Dead Marvin, Alter. Kann er einfach die Backen nicht halten. Marvin, was ist eigentlich mit deinem Vater? Isst der immer noch so gerne Ziegenkäse? Ziegenkäse? Na! Oh nein! Funktioniert einfach die Ablenkung. Ey, man muss einen nur ansatzweise voll labern. Weil ne? Irgendwann, keine Ahnung, ob Marvin zwar der Ziegenkäse macht. Irgendeine Scheiße. Es sind echt zwei Runden, Alter! Ja, ach, was denkst du denn? Passier mir meine Eier, warum? Ich wollte. Es waren sogar drei Runden eingestellt. Hab schon eine runtergemacht. Das ist unglaublich, ne? Ey, und manchmal kommt man einfach schon ohne Speed auf die Rampe. Ey, da dreht man durch. Ich glaube, ich brauche einen Controller für sowas, weil das ist ja so ganz fein lenken. Ja, gerade das kannst du nicht mit dem Controller. Nicht? Nein, Wallrides und so kannst du mir. Was meinst du, wieso Dena so schlecht ist? Oh, es war schon wieder so knapp, ey. Oh. Meine linke Hand tut schon voll weh vom leicht antippen. Krieg voll den Krampf im Finger. Ich komme in letzter Zeit gar nicht mehr richtig auf diese scheiß Wallride-Rampe. Scheiß Wallride-Rampe. Ey, ohne Witz. Alter Deko, hören Sie auf zu piepen. Das klingt ab. Hallo Deko! Warum ist jetzt mein Wagen da im Weg? Nee. Oh! Wenn man nämlich einmal nach oben auf die Kante gekommen ist, dann macht er so einen kleinen Hopser, dass du keinen Grab mehr findest. Ja. Das ist. Ey. Ganz ehrlich, wenn wir das jetzt geschafft haben, danach muss doch jeder andere Warride ein Klaxigon sein. Ey! Das gibt's doch nicht. Und kommt ihr so unverschämt schlecht drauf gerade? Ey, dieses Teil ist echt krass. Das ist richtig crazy. Weil es einfach so kacklang ist und so kackschmal. Ja. Aber wie gesagt, wenn du das schaffst, danach bist du der König der Welt. Nein! Wieder kurz so! Ey, dass ich immer 10 Meter davor rausfliege, ne? Ich hab mich schon so krass konzentriert. Ja, Mann! Oh. Alter! Also, Kev war krass. Marvin, ich hab dich genau vor mir verkacken, das ist richtig ärgerlich. Oh. Aber ey, oh. Ich hab's jetzt auch noch. Ey, ich bin schon wieder fast ganz. Ey. Alter! Ey! Ich hab sogar mein Herz. Ey, es ist, Entschuldigung, das ist jetzt unanständig. In meiner Puperze pochen hören, Alter! Ey! Ey, das Herz. Ich hab mein Herz schon in der fremden Puperze pochen hören. Viel krasser ist, dass du dein Herz mit der Puperze pochen hörst. Boah, Junge, war das. Ist das eine Anspannung? Ich merke das jetzt schon gleich. Halsschmerzen, Alter. Boah. Aber hast du es mit Boost geschafft oder ohne? Ohne, ohne. Ja, siehst du, man braucht den nicht. Ja, Deko hat wie üblich Scheiße erzählt. Und den Titel des Warriors-König hat er jetzt auch nicht mehr. Denn nur wer beide hintereinander direkt schafft, ist besser. Ey, schon wieder 10 Meter. Ey, immer 10 Meter davor. Die ist einfach ein.
Ey, das kann doch nicht so Scheißenkraut sein. So Leute, wir haben es geschafft. Wir holen den Deko noch auf. Alter, wie lange ist denn die Runde noch? Warride. Ich bin richtig lang gefahren. Der dünnste Warride. Nein! Bah! Ey, schon, bin jetzt schon zum fünften Mal 10 Meter davor rausgeflogen. Das ist echt. Ey, es ist aber echt der dünnste Warride ever, oder? Ja. Das Ding ist, man braucht einfach die Konzentration. Muss man einfach gepachtet haben mit dem. Bei mir ist einfach immer so 3 Sekunden. Ich habe so ein maximal Konzentrationslevel, das weiter geht's nicht. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ich habe gerade eben mit dem linken Reifen auch wirklich leicht die Oberkante berührt, aber trotzdem ist er irgendwie nicht aus der Bahn gekommen. Den konnte ich immer wieder stabilisieren, so halbwegs. Okay. Das heißt, man muss. Okay, ist eigentlich zwar können, wenn man ihn stabilisiert, aber weißt, wie ich das meine. So, dass man. Manchmal hat man so einfach einen Blick, dann auf einmal ist es härter als gedacht. Härter als gedacht? Da kenne ich auch. Nein, ey, GG. So. Ey, das ist. Ich bräuchte einfach eine Rampe, wo ich wenigstens sehe, bis wohin ich runterfahren darf. Oh! Deko, du mieser Knacki, ey. Was ist los? Was ist in mir drin? Natürlich, schon mehrmals. Ey, ich bin nicht mal GG. Lol. Kevin, das wird nichts. Respawn. Ich wollte gerade sagen, Alter, das. Ja! Ey, was macht der denn die ganze Zeit? Ich fahr jetzt auch richtig Käse auf. Oh, ey, mein Herz ist so am Durchdrehen. Aber den Speed kann man nehmen, um wieder in die Bahn zu kommen. Oh! Ja. Also ich habe mit dem Speed nur schlechte Erfahrungen. Sobald du den setzt, musst du dich auf was ganz anderes konzentrieren. Deko hat gerade den Speed vor dir weggenommen. Ja. Hast du die ganze Zeit extra gewartet auf dir. Vor allem stand ich drin und du fährst durch und rübst den. Come on! Marvin sieht gut aus. Also fährt schon ziemlich lange. Marvin schafft es! Marvin! Alter! Ich hab mich mittendrin schon einmal überdreht und ich hab's irgendwie geschafft, mich Nein! wieder zu stabilisieren. Oh ja, Mann! Ich hab schon den Wegpunkt gesehen. Alter, mies. Oh! Okay, ich hab nicht die totale Klatsche bekommen. Zum Glück. Jetzt kann es einer von euch schaffen. Jetzt, ich bin jetzt schon überglücklich. Ah, Deko hat's jetzt, ne? Ich sehe es, Deko hat es schon geschafft. Puh. Oder? Okay, das ist leise, da läuft war noch. Okay. Deko hat es, ja, guck mal, wie lange er leise ist. Ja, er ist im Weg, ich sehe den Minimap. Yeah! 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 Okay, Papa, ja. Kommt jetzt aber auch! König der Warride! Puh! Aber, man muss dazu sagen, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ich glaube, das hatte Deko diese Runde wieder ungemein. Kein bisschen, das ist alles Skill. Das Krasse finde ich, ich war beim ersten Try eben gerade geschafft und dann der erste Try wieder. War ich auch schon wieder kurz vor dem Punkt, ey, so richtig knapp. So, vielleicht schaffe ich es ja erst hier direkt beim ersten Mal. Dann wäre ich aber, ey, das, ganz ehrlich, dann nimm. Fuck! 5 Meter vom Ziel, Junge! Oh, und ärgerlich! Alter! Meine Hand ist schon wirklich ganz mit Glück drücken. So, okay. Daddy ist unterwegs! Alter, meine Hand ist aber übelst verkrampft unter dem schon gewesen. Ey, ganz ehrlich, das ist ein Konzentrationstest. Ganz ehrlich, diese Map sollte bei Miyagis Gehirnjogging dabei sein. Ja, das war mal GTA, Miyagis Gehirnjogging. Ach, Marvin, einen schlechten Witz. Oh, ich bin so froh, dass ich hier durch bin, ne? Ey, leck mich. Unglaublich. Ich würde es gar nicht so blöd finden, wenn Kevin es jetzt schafft, weil dann fick ich meinen. Erster, Dekos Erster, Dekos Erster, Dekos Erster, Worldwide King. Okay, wir sind hier wieder da. Die Krone. Mabossa hat schon lange kein Mabossa mehr gemacht. Warte, nochmal ganz schnell. Vor allem kein Mabossa mehr geschafft. Das ist der Unterschied. Hauptsache den Speed mitgenommen. Und 3, 2, 1. Heide Witzka! Aber es war eine richtige crazy Map. Also gut, Chachos, wenn ihr diesen Warride bezwingt, ich denke mal, dann werdet ihr jeden anderen normalen Warride
auch locker easy fertig machen. Ich glaube, man sieht uns an, dass wir richtig fertig sind. Das war also eine richtige Konzentrationspartie. Ich bin jetzt einfach nur gespannt. Herzlichen Glückwunsch an Deko. Die Sicht zu den Losers könnt ihr auch angucken. Das ist Link in der Beschreibung. Die haben alle aufgenommen. Und ich bin jetzt gespannt, wer die schnellste Runde hatte. Oh, Kev war besser. Kev, 30 Sekunden schneller. Alter, die zweite ging nämlich verdammt schnell. Krass. Aber trotzdem hat der Deko gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumchen nach oben. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao.